Einmal im Jahr blickt ganz Deutschland nach Niederbayern zum politischen Aschermittwoch. Heute war es wieder soweit und das rhetorische Fernduell des Tages hat sich diesmal eindeutig zwischen Markus Söder und Robert Habeck abgespielt. So unterschiedlich sie sind, sowohl der Parteichef der CSU als auch der Grünen werden als Kanzlerkandidaten gehandelt. Söder hat das heute in Passau ausgeschlossen, Habeck in Landshut nicht. Robert Habeck ist in Landshut betont ausgleichend und integrierend aufgetreten. Wenn es nach ihm geht, sollen die Grünen verschiedene Interessengruppen in der Gesellschaft zusammenführen. Die Grünen schwingen sich zur neuen Volkspartei auf. Für die CSU in Passau sind die Grünen heuer eindeutig der Hauptgegner gewesen. Und Markus Söder warnte sogar ausdrücklich vor einem grünen Kanzler. Die Nervosität scheint mittlerweile groß zu sein in der Union, besonders wenn protestierende Bauern, so wie in Landshut heute, beginnen, sich mit den Grünen zu verbünden. Natürlich, die CSU-Veranstaltung war wieder mit Abstand die größte. Die Lufthoheit über den Stammtischen haben Söder und Co. also immer noch. Aber bekanntlich gehen ja nicht nur Stammtischbrüder und Schwestern zur Wahl. Und das könnte für die CSU noch zum Problem werden.